Ja, guter Einstieg. Hallo meine Freunde der Sonne, da ist immer wieder und nach langer Zeit habe ich mal wieder Bock, ein schönes Strategiespiel zu spielen. Ja, und wir spielen Halo Wars 2. War damals sehr gut, also war Onyx eingerankt. Ob ich das jetzt noch schaffe, keine Ahnung. Also ich bin aus dem Spiel komplett raus. Aber ich werde mir natürlich die größte Mühe geben, die ich mir geben kann. Für euch Zuschauer. Scheiße. Problem ist, sein Marine hat, glaube ich, etwas früher geschossen. Das ist so dumm. Hat eine Millisekunde früher geschossen. Das heißt natürlich, dass man die eine Sekunde jetzt gerade fehlt. Ah, das ist scheiße. Er klaut mir jetzt alles in der Mitte. Ja, ist scheiße. Okay. Jo. Brauche ich auch keinen Marine mehr ausbilden. Der hat jetzt alles hier in der Mitte, ne? Der hat absolut alles in der Mitte jetzt. Der hat natürlich jetzt einen extrem krassen Nachschubvorteil. Ich hol doch nochmal Marines, da kann ich wenigstens hier den Nachschub holen. Ja, der wird mich natürlich damit, ja, ein bisschen nerven können, aber gut. Passiert halt auch mal in Krieg und in der Liebe. Müssen wir jetzt durch. So, ich gucke jetzt mal, dass ich jetzt hier relativ schnell meinen Energieextraktor bekomme. Dass wir dann auch relativ schnell unseren Helden holen können. Oh, das ist natürlich... Ich glaube, das sind hier 250, 500. Boah. Ja. Das ist ein bisschen was. Auf gut Deutsch, wenn ich meinen ersten Helden hat, kommt der gefühlt schon mit der ganzen Armee, aber... Ja gut. Jetzt kriegen wir es irgendwie gebacken. So, schon mal den Helden holen. Und gucken, dass wir wenigstens die Energieextraktoren hier bekommen, oder Energiepunkte besser gesagt. Aber wenigstens die bekommen. Weil wenn wir die auch nicht bekommen, haben die natürlich von Anfang an einen extrem hohen Energievorteil. Anführerpunkt erhalten. Und Energie ist am Anfang, ja doch relativ wichtig. Das weiß ich noch. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen gepokert. Ach krass. Guck mal, der kommt mir jetzt sogar hier hin. Wir verlieren einen Energieknoten an den Feind. Der wäre jetzt eiskalt hier hochgekommen und hätte... Generator-Upgrade abgeschlossen. Hey, der traut sich was. Ich glaube, der hat jetzt Blut geleckt. Geschütz errichtet. So, wir holen uns jetzt relativ schnell unsere zweite Base. So, und wir gucken mal, dass wir hier oben schon mal die Dings bekommen. Okay, die holen jetzt erst die Energiepunkte, sehr gut. Da kann ich mit meinen Helden jetzt hier in der Mitte helfen. Sehr gut, also, ja, es läuft nicht schlecht. Dadurch, dass wir die Energiepunkte jetzt hier doch holen können. Geschütz errichtet. Komm schon mal hier aufs Fahrzeug. So, die haben wir auch. Gibt's Boy in die Fräse, jo. Komm, wir haben zwei Helden. Attacke jetzt. Feuerbasis errichtet. Ah, ich habe meine Q noch nicht. Scheiße. Ich habe feindliche Fahrzeuge an mir dran. Mini-Basis fertiggestellt. Ja, komm mal hier hoch. Komm mal hier hoch. Wichser, ey. Denkst du, ich baue hier keine Geschütze, oder? Du Kacklappen. So, ich versuche den jetzt mal zu verfolgen.
Wäre gar nicht mal so schlecht, wenn wir den, oh fuck. Die pushen bei ihnen. Absicht, Kontakt zum Feind, komm. Douglas 04. Nachschubmodul errichtet. Nee, es dauert zu lange. Wir machen es hier. Nachschubmodul errichtet. Komm, schieß! Oh, Alter! Ich dachte jetzt wirklich, ich krieg das jetzt nicht mal hin, den zu killen, ey. Ich dachte, der fährt mir jetzt wirklich weg. Nachschubmodul Upgrade abgeschlossen. Zentralen Upgrade abgeschlossen. Ich überlege gerade, der Typ, der uns jetzt angegriffen hat, das war doch eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht vertue, sogar derjenige. Derjenige, der. Die viele Energie jetzt eingesammelt hat. Das heißt. Es hat denn jetzt nicht so viel gebracht, zum Glück. Siehste mal, das haben wir auch. Sammelpunkt festgelegt. Sehr schön, das heißt, wir können jetzt schon mal. Sammelpunkt festgelegt. Ja, die Energieknoten sollten wir sammeln. Da hat er recht, da muss ich dem wirklich recht geben. Aber das werden wir jetzt auch tun, weil ich habe ja hier noch Marines. Und hier habe ich ja auch noch Marines. So. Unsere Basis wird angegriffen. Wir verlieren einen Energieknoten an den Feind. Bin ich bescheuert? Von wo? Ah, das ist. Nervt aber auch übel mit seinen Dings, ne? Gefechtsstations-Upgrade abgeschlossen. Mit seinem Forgy Boy. Feindliche Einheiten entdeckt. Sendeposition. Ja, das ist okay für mich. Ich habe die noch nie mal aufgerüstet, ne? Ich hätte die jetzt in der ganzen Zeit aufrüsten können, aber ich will das halt mir noch ein bisschen ersparen. Weil wir dann doch ein bisschen die Energie gerade brauchen. Ihr seht das hier für Nachschub. Aber wir können uns schon mal ein Kodiak holen. So. Geschütz errichtet. Haben wir uns kleine Hornet. Nachschubmodul errichtet. Nachschubmodul Upgrade abgeschlossen. Ja, der Hornet kann nämlich heilen. Nachschubmodul Upgrade abgeschlossen. Ja. Generator Upgrade abgeschlossen. Befestigungslevel 2 erforscht. Nee, das ist mir jetzt gerade scheißegal, ganz ehrlich, Alter. Ich kann nicht die ganze Zeit hier auf dich gucken. Sorry. Du nervst dann doch schon langsam. Hä? Spring doch! Jetzt hau ab! Wir haben einen Spartan an den Feind verloren. Wenn sie es sehen, kann ich darauf schießen. Wisst ihr, was ich gerade am schlimmsten finde? Was macht der hier eigentlich? Lokale Einheiten. Weil es ist ja ein 3 gegen 3 und nie hier ein 2 gegen 3. Wir verlieren einen Energieknoten an den Feind. Oh, den holen wir uns wieder. Also besser gesagt, versuchen es mal. Lokale Einheiten. So, und hier kommen wir hin. Lokale Einheit. Lokale Einheit. Ja, der Held ist ein bisschen heftig. Muss man ja echt sagen. Ich hasse den Helden, ey. Scheiß Kolonieheld. Der ist so nervig. Lokale Einheit. Reparatur.
Reparaturdrohnen unterwegs. Drohnen bereit. Lokale Einheit. Reparaturdrohnen. Lokale Einheit. So. Lokale Einheit. Zeigen Sie mir ein Ziel und ich lasse es verschwinden. Wird anvisiert. Gegnerischer Held am Boden. Ja, bau dich doch auf, Mädel. Oh. Lokale Einheit. Habe Feinde gesichtet, komm. Hornet meldet sich zum Dienst. Was macht denn der hier eigentlich? Mach irgendwas, bitte. Irgendwas. Wird dann doch langsam ein bisschen anstrengend, weil er kämpft hier gegen zwei Farben. Ah, fuck, die haben den mit Kodiak zugebaut. Ja, moin. Das ist schlecht gelaufen. Ja, wortwörtlich schlecht gelaufen. Lokale Einheit. Lokale Einheit. Fahrzeuglevel 1. Ja, scheiße. Problem ist, wenn ich jetzt hier meine... Ah, muss ich machen. Ah. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Wenn Sie es sehen, kann ich darauf schießen. Ja, ich kann doch, Alter, das sind zwei Farben bei dir, sorry. Boah, das kriegt der never ever hin, ey. Das kriegt der never ever hin. Lokale Einheiten. Muss ich gucken, dass ich relativ schnell umbaue. So, mein Kodiak. Kodiak aufstellen. Befestigungslevel 3 erforscht. Ach, der ist auf Scarab. Okay. Lokale Einheit. Lokale Einheit. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Lokale Einheit. Ist unterwegs. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Lokale Einheit. Scheiße, da braucht Nightingales. Nee, weg damit, weg damit. Nur Nightingales jetzt erstmal, sonst ist die Base gleich weg. Lokale Einheit. Lokale Einheit. Ja, okay, Nightingale. Sind in Schwierigkeiten. Die bilden gerade noch aus. Die Basis der wird seine Base verlieren. Und dann wird er rausgehen. Anführerpunkt erhalten. Fuck! Ah, da sieht man. Ah, ja, jetzt kommt der Air Vulture Armee. Level 2 erforscht. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Jo, das sieht kacke aus. Der Zustand unseres Wartens ist kritisch. Flugabwehr. Ach, die haben schon zugebaut. Lokale Einheiten. Die haben hier schon zugebaut. Er kommt jetzt noch nicht mal mehr zu einer Base. Och, Alter. Ja, die zwei gehörten zusammen. Lokale Einheiten. Unsere Basis wird angegriffen. Wir haben den gegnerischen Helden zerstört. LOL, VPML. Hat er gecheatet oder was? Hat er Cheats angehabt? Anführerfähigkeit bereit. Hä, wieso ist denn der jetzt raus? Hat er Cheats angehabt oder was? Ist mal ohne Spaß. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Unsere Basis wird angegriffen. Och nee, oder? Wieso ist denn der eine jetzt? Der soll doch nicht cheaten, ey. Lokale Einheiten. Sammelpunkt festgelegt. Waffenlager ist bereit.
Ja, ist noch machbar. Das Problem ist, ich muss jetzt meine Zweitbase wieder komplett aufbauen. Da ist jetzt einer rausgegangen. Rausgeflogen, was auch immer, wurde rausgekickt. Keine Ahnung. Okay, Rot ist noch da. Rot und Gelb ist noch da. Wir verlieren einen Energieknoten an den Feind. Der Feind hat unseren Energieknoten erobert. Das heißt, Orange fehlt. Das heißt, ich sollte mal mir hier die Zweitwelt holen. Lokale Einheit. Sammelpunkt festgelegt. Kacklappen, Alter, verpiss dich mit deinen Scheißhelden. Lokale Einheiten. Geht's mir auf den Sack, ey. So. Irgendwie müssen wir jetzt gucken, wir kriegen das noch hin. Lokale Einheiten. Von Cheater Wurst ist er raus. Unsere Verbindung greifen die Endbasis an. Sammelpunkt festgelegt. Ja, ich muss den eigentlich Nightingales hinterher schicken. Das Problem ist einfach, mit einer Base kommt man nie wirklich weit. Ich baue jetzt gerade meine zweite Base. Ich baue direkt mal hier meine dritte Base. Und die muss ich relativ schnell jetzt hochzimmern, weil der schafft das alleine nie die ganze Zeit jetzt hier. Er wird es alleine nicht schaffen. Luftfahrzeug Level 2 erforscht. Lokale Einheit. Boah, ich muss gucken, dass er, also ist noch machbar, dass der eine raushüpft geflogen ist. Das hat uns natürlich so ein bisschen den Arsch gerettet. Also mal gucken, dass wir direkt hintereinander weg. Ja, ich brauch Ressourcen. Ein gegnerischer Spartan ist am Boden. Lokale Einheit. Lokale Einheit. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Willst du mich gerade verarschen? Der geht jetzt auf Panzer oder was? Ich gehe jetzt auf Flugabwehr und der geht auf wir Panzer. Oh. Nachschubmodul errichtet. Lokale Einheit. Lokale Einheit. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Nachschubmodul errichtet. Lokale Einheiten. Okay. Okay, ist alles noch im grünen Bereich hier. Gefechtsstations-Upgrade abgeschlossen. Alles noch im Lokale grünen Bereich. Einheit. Wir müssen jetzt einfach nur gucken, dass wir den jetzt deffen. Nachschubmodul errichtet. Nightingale bereit. Was muss gepflegt werden? Aber jetzt weiß ich auch, wieso der am Anfang überhaupt gar nicht geholfen hat. Ist ja klar, wenn er direkt auf seine Uldi geht, oder besser auf seine Uldi, auf seine mega heftige Hardcore-Einheit geht, ist ja klar, dass ich denen dann nie wirklich helfen kann. Also, dass der nie wirklich helfen kann. Nachschubmodul errichtet. Spannend, okay, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Der baut direkt wieder das Ding, okay. Gefechtsstations-Upgrade abgeschlossen. Flügelmänner erforscht. Nachschubmodul errichtet. Feindliche Truppen beschießen mich! Ich bin lokale Einheit. Nachschubmodul ist bereit. Wo soll ich hin? Der Alter, der Kolonieheld ist, das ist so übertrieben, ey, das ist kein Held mehr. Ey, das ist kein Held. Das ist, wenn ich was ist, das ist ein super, duper, mega. Guck, was der aushält, ey. Aber was der aber auch für ein Damage macht, das ist heftig. Gegnerischer Held am Boden. Lokale Einheit.
Ich bräuchte mal wieder eine Base mit mehr Ausbildungsstätten. Das ist doof. Lokale Einheiten. Nur jetzt eine zu haben. Sammelpunkt festgelegt. Lokale Einheiten. Verstärkungslevel 1 erforscht. Bin unterwegs. Okay, einfach weitermachen. Wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir uns relativ schnell hier wieder aufbauen. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Lokale Einheiten. Ich hab's gerade gesehen, irgendwo war hier ganz kurz gelb. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Unsere Basis wird angegriffen. Da ist gelb. Scheiße. Sammelpunkt festgelegt. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Egal, weiter. Ich krieg das irgendwie. Nee, krieg ich nie. Fuck, der geht auf die Base. Der geht auf die falsche Base. Hoch. Er geht auf die Base hier. Sammelpunkt festgelegt. Egal. Mit denen gehen wir jetzt weiter. Mit der Super-Einheit. Wir gehen weiter. Wir gucken, wir kriegen das. Irgendwie kriegen wir das hier gebacken. Glaube ich zumindest. Einfach jetzt mit den Einheiten, mit den ganzen Nachzüglern. Ich baue mal hier eine Base hin. Gucken, dass wir irgendwie. Ja. Und nebenbei natürlich gucken, dass wir auch hier. Jetzt das Problem ist, ich bin so ein Kackidiot. Jetzt habe ich mein Heal bei seinem Scarab eingesetzt. Scheiße, das hätte ich nicht machen dürfen. War so dumm. Oh, das war so dumm, was ich gemacht habe. Scheiße. Wir haben den gegnerischen Helden zerstört. Es war halt wirklich original dumm. Ich hätte meinen Heal für meine Base einsetzen müssen. Es war original absolut bescheuert. Wieso stehen hier unten welche? Ich habe da nur noch die Base hier, ne? Egal. Wir bauen einfach weiter. Bei Rot verliert gerade auch alle Basen hier. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Oh, der hat mir natürlich jetzt die Base genommen. Unsere Basis wird angegriffen. Lokale Einheiten. Nachschubmodul errichtet. Lokale Einheiten. Können wir nicht auf Rot gehen? Warum geht der nicht auf Rot? Mutti, geht auf Rot. Okay, er will nicht auf Rot gehen. Ich verstehe noch nicht so ganz, wieso. Sammelpunkt festgelegt. Ich habe halt keine Ausbildungsstätte, ne? Ich muss jetzt hier warten, dass meine Base sich hier. Lokale Einheiten. Nachschubmodul Upgrade abgeschlossen. Lokale Einheiten. Ich komme halt auch original an keinen Nachschub ran, an keiner Energie ran, ne? Gegnerischen Helden getötet. Ah, das sind die. Ah, ich hab mein Heal, ey. Das war so dumm mit dem Heal. Das hätte ich nicht machen dürfen. Das war kacke. Ich wollte halt nicht, dass sein. Ja. Dass seine Super-Einheit stirbt, weißt du? Ich bin halt so übelst lieb, was sowas angeht. Ich bin da schon ein ganz krasser Teamspieler. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Wir haben ein Feindgebäude zerstört. So, ich gucke jetzt, dass ich. Ich hau jetzt erstmal nur Flugeinheiten hier raus. Lokale Einheiten. Oh, der hat kein Dings, der hat keine Geschütze, der Typ, okay. Anführerfähigkeit bereit. Lokale Einheiten. Mir fehlt halt die Energie, ne? Unsere Basis wird angegriffen. Mir fehlt halt absolut die Energie. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis. Ja, okay. Anführerfähigkeit bereit. Ist egal, ist nicht so schlimm.
Wir haben ein Feindgebäude zerstört. Das ist wiederum Kacke. Okay, da muss ich jetzt, oh fuck, das schaffe ich never ever. Flieg doch schnell aus, meine letzte Base, Jungs! Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Ich krieg die Base nie gedefft. Das krieg ich never ever hin. Ich krieg die Base never ever gedefft. Das heißt, ich muss mir... Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Ich brauche Energie. Sammelpunkt festgelegt. Unsere Verbündeten sind in Schwierigkeiten. Wenn er mir jetzt keine Energie gibt, habe ich ein Problem. Ich habe feindliche Fahrzeuge an mir dran. Ich ping den mal. Ich brauche Energie. Bitte versteht er das. Er versteht's nicht. Ja, ach, ich kann halt nirgendwo bauen. Der verfolgt mich jetzt halt mit seinen Einheiten. In Bewegung. Ja, der baut zu. Komm, flieg hier hin, Deck auf, Deck auf. Ach, Mädel, wenn ich dir die Energie pinge, bedeutet das, ich brauche Energie. Ach, du bist... Oh. Er hätte mir nur die scheiß Energie geben müssen. Mir hat nur die beschissene Energie gefehlt, ne? Scheiße. Würde er jetzt auch nicht mehr schaffen. Wir hätten, das Problem war, wir hätten Rot vernichten müssen. Wir hätten die Base hier von Rot zerstören müssen. Damit wäre Rot wirklich... Ja, der hätte sich auch von Null auf aufbauen müssen. Dann hätte ich mich aber hier oben mit aufbauen können. Er wollte ja unbedingt aber Gelb. Guck mal, er kommt ja nur noch mit Ding. Er hat ja nichts mehr. Er hat wirklich nur die Base und ich glaube, die hier. Die baut er gerade erst. Gut, ich glaube mal, das wird er definitiv nicht mehr schaffen. Deshalb sage ich jetzt einfach mal schon mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Er will es halt nicht schaffen, ne? Er kann es jetzt zwar noch übelst lang ziehen, das Spiel. Aber naja. Ja, er ist rausgegangen. Dieses Mal haben wir verloren. Doch es wird noch viele Gelegenheiten geben. Das Problem war, also war ganz okay, dass er auf sein Scarab gegangen ist. Das Problem war, er hätte darauf nicht gehen dürfen. Er hat ja gesehen, dass eine Farbe von uns so gut wie kaputt war. Der hätte schnell umswitchen müssen. Ja, und ich habe meine Base ja auch relativ schnell verloren. Ne? Das war auch wieder sehr dumm. Ich habe meine, guck mal, der hat 45.000 Energie gemacht. Anstatt der mal hier uns beiden was gibt, weißt du, da hätte man sich so schnell... Naja, gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv dativ akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.